Willkommen heute wieder zu einer Runde durch die Clicker Idle und Incremental Games. Ja, das nächste Spiel in der Liste wäre, wenn es denn jetzt noch in der Liste bleiben würde, Harvest Seasons. Denn das, was ihr jetzt leider nicht sehen könnt, ist nämlich bereits das Problem, weswegen ich das Spiel leider nicht mehr spielen kann. Und zwar eine nette kleine Fehlermeldung. Diese hier. Die ich jetzt leider regelmäßig bekomme, 2, 3 Sekunden nachdem das Spiel gestartet ist, dass dort halt irgendwas nicht initialisiert wird und deswegen das Spiel komplett abschmiert. Das ist dann jetzt leider das Ende für das Spiel. Ja, ich kann dort nicht viel machen und im Moment sieht es auch so aus, als wären die Baird Bunnies ja nicht sehr, sehr aktiv, was das Spiel angeht, weil deren Account, mit dem sie das Spiel zumindest bei Steam eingestellt haben und dort als Entwickler tätig sind, ist jetzt schon bald 90 Tage nicht mal verwendet worden. Es kann natürlich sein, dass sie noch mitlesen, aber geantwortet haben sie auf jeden Fall nicht. Ich habe den Fehler auch inzwischen in dem Bug-Thread dort bei Steam hinterlegt. Der war vorher auch schon gemeldet und ich versuche jetzt nochmal aufzurufen, um euch zu zeigen, wo der genau passiert, um vielleicht zu verhindern, dass ihr selber auf den Fehler lauft. Aber ich weiß nicht, ob der noch aus anderen Stellen zustande kommt. So, ja, der Fehler ist schon da, aber es macht nichts, weil ich kann euch jetzt trotzdem zumindest noch hier zeigen, worin das Problem bestand. Also ich hatte angefangen, hier nämlich ja, beim Wald das Ganze auf Maximum zu bringen und habe das eben auch mit den Münzen versucht. Und zuerst war es so, dass wenn ich hier die letzte Münze gekauft hatte, ist das Spiel abgestürzt. Aber es ist dann zumindest so schnell abgestürzt, dass es nicht diesen Status gespeichert hat. Und jedes Mal, wenn ich das Spiel dann gestartet habe, war hier halt noch die letzte Münze wieder übrig. Und ich konnte das Spiel letztlich einfach ganz normal weiterspielen. Und nachdem ich jetzt aber das nochmal probiert hatte und noch was ausprobieren wollte und so weiter, ist leider das Spiel gespeichert worden in diesem fehlerhaften Zustand. Also gerade so die 3 Sekunden, wo ich die Münze gekauft hatte und das Spiel dann abstürzt. Und ja, dann war es im Safe Game, dann war es in der Cloud oder wie auch immer oder wo auch immer das Problem genau liegt. Jetzt habe ich halt das Problem, dass hier nichts mehr weitergeht. Und deswegen heißt es Abschied nehmen von Harvest Seasons. Keine Ahnung, ob sich die Entwickler da irgendwann nochmal drum kümmern werden und so ein paar ja, kritische Bugs letztlich beheben werden. Ansonsten ist es halt wieder eins der Spiele, die halt aus solchen letztlich Kleinigkeiten, dass irgendwas nicht sauber initialisiert wurde, nicht mehr spielbar sind. Das macht es mir im Endeffekt dann auch leicht, dass ich die vielen, vielen Errungenschaften mir jetzt nicht mehr überlegen muss, ob ich jetzt tatsächlich irgendwas anstelle, damit ich hier diese ganzen Klicks und Harvesting-Sachen tatsächlich farmen kann, sondern das Spiel verschwindet einfach aus der Liste und ist damit Geschichte. Und damit auch heute nur eine kurze Info zu dem Spiel.